Willkommen zu einer neuen Folge von Call of Duty Cold War. Wir machen weiter in der Kampagne bei Echo eines kalten Krieges bei dieser wunderschönen Mission, dessen Cutscene wir sicherlich schon bereits gesehen haben. Aber naja, was soll's. Es ist meine Schuld, dass das Spiel die Cutscenes doppelt abspielt. Und gehen wir mal davon aus, so kann ich auch jeweils immer schön ein Intro machen. Also, ich habe ja schon mal so ungefähr nachgeguckt, wie das jetzt aus mit der Länge. Unfreiwilligerweise, weil ich ja einmal bei mir das Spiel ja, weil ich ja alles immer neu machen musste. Ich meine, das wäre Part 3 gewesen, hätte ich das erklärt. Jedenfalls ist es halt so, dass das Spiel ungefähr so 4,5 Stunden geht. Nur wenn ich mir das so ausrechne, das ist jetzt halt nicht so lange, wenn ich meine Folgen immer 30 Minuten mache. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit 4,5 Minuten jetzt wirklich die tatsächliche Spiellänge ist, aber da war, kann ich mich erinnern, an so ein Video, wo dann irgendwie so stand Call of Duty Cold War Companion, das war so ein 4,5 Stunden Livestream. Kann sein, dass es nicht komplett ist. Aber wenn ja, dann müsste es ja eigentlich bei einer halben Stunde Part sein, 19. Quatsch, nicht 19, sondern 9 Part sein. Ja, und die Cutscenes kennen wir alle schon. Wenn Sie gewinnen, ist es das Erschießungskommando Was ich auch Feindes. relativ lustig finde, ist, dass die Story relativ wenig mit dem Gameplay im Multiplayer zu tun hat. Naja. Oh, ein Sniper. Das ist unser Mann. Die LW-3 Tundra, diese Sniper ist absolut schrecklich in Warzone. Die ist so absolut schrecklich. Mit der kann man zwar angeblich schon per Brusttreffer schon jemanden töten in Warzone. Das Ding ist, dieser Sniper ist so absolut ungenau. Viel Spaß damit, irgendwas zu treffen. Gucken, ob der jetzt hier auch in der Kampagne sich so absolut schrecklich spielen lässt. Wenn ja, dann kriege ich ein paar Probleme. Ich habe ja kein Problem mit Snipern, die halt viel am Rumwackeln sind. Wie kommt mir dieser Kerl so riesig vor? Guter Schuss. Ist ja noch wen? Ach so, da oben. Habe ich gar nicht gesehen. Der Schuss ging tatsächlich daneben. Das war verdammt laut. Okay, da hat mein Mate einfach mal 2 nette Kills gemacht. Oh. Mal die Krieg 6. Oh, die Krieg 6 ist so eine coole Waffe. Zumindest in Warzone. Du zuerst, Mason. Hoffentlich hält das. Auf jeden Fall, ich habe kein Problem mit Waffen, die an sich schwach sind. Also, nee. Quatsch, ich laber hier Bullshit. Ich habe an sich kein Problem mit Snipern, die halt an sich viel rumwackeln sind, aber ich habe ein Problem mit, wenn ich der Sniper einen Headshot drücke, aber eigentlich einen Headshot, aber dann die Kugel völlig woanders hin. Fliegt einfach, weil die Streuung der Sniper zu groß ist. Wo die sind. Hinter mir? Wo kam der Schuss? Er ist so unfair.
Du konntest sie nicht sehen, aber als ich aufgestanden bin, direkt auf mich geschossen. Das Problem hier bei Stealth ist, wenn ich einmal schieße. Der ist auch tot. Der ist tot. Du bist tot. Und so, wer der hier sterben will. Der Spaß die da oben, glaube ich. Einfach mal dem MPC. Dann sieh dir diesen Ort an. Okay. Möchtest du es, dass die Abwechslungsspielerei bringt, jemand halt jeweils immer eine andere Waffe hat? Sieht hier gar nichts. Miese Sowjetkonstruktion. Super, die Schicken müssen Gegner sein. Ist dich. Eine Shotgun. Diese Route benutze ich ganz wahrscheinlich für das. Die Gegner auf mich ballern. Oh, Pelinken. Oh Gott, hier oben. Alter vor Schönheit. Okay, auch bin ich. Okay, hier sind welche, die ich übersehen habe. Ah, das scheint sich nicht geskriptet zu sein, dass genau dann welche kommen. Denn irgendwie braucht man immer so eine cinematische Unfallszene. Ich hab meine verdammte Waffe verloren. Nächstes Mal gehst du vor. Oha. Ich sehe hier einen Tunnel. Du musst einen anderen Weg hineinfinden. Gut. Noch dieses Kackmesser. Verdammt, ist das geil. Armbrustbolz. Ja, was ist denn jetzt los bei mir? Hätte ich hier gehackt? Я слышал, что при раскопках были найдены тела.
Okay. Mach doch keinen scheiß Vollstrecker. Okay, wenn ich Vollstrecker mache, werde ich scheinbar nicht angegriffen von den anderen. Haben wir irgendwelche Waffen getroppt? Nee. Ich drücke Umschalt. Ah, und jetzt lässt er sie fallen. Okay. Shotgun. Ich habe irgendwo noch eine AK. Bei der AK-47 ist auch keine jetzt so ganz so gute Waffe, aber. Flexbogen, was haben wir hier? Tschüss. Wie schnell tue ich hier nachladen? Ist ja insane. Dafür bin ich aber nicht One-Hit. Oder zumindest nur mit Headshot. Was ziemlich schwitzig ist, weil in Warzone, da gibt es auch so einen Bogen. Und der ist ja immer One-Hit. Meine ich. Kann sein, dass ich jetzt auch falsch liege. Nehmen wir lieber die AK-47. Von hinten gepusht bekommt, habe ich ein Problem. Daher nehme ich viel lieber die Ecke ein. Ah, da kam tatsächlich einer von hinten. Eliminiert. Okay. Der Schlüssel knacken Minispiel habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich mache einfach irgendwas und nach einer Zeit funktioniert es. Dass uns noch nicht die ganze Sowjetunion am Hintern hängt. Passt fleißig. Dafür werde ich bezahlt. Ja, ich bin nicht so die stumme Assassine, aber. Siehst du irgendwelche Ausgrabungsstätten? Mhm. Wenn ich diese Karte richtig lese, musst du ein paar Grad zu deiner Linken schwenken. Weiter nördlich. Wenn du mich fragst, sind sie nicht nur wegen des Hauptrechners hier. Ich kann nicht weiter ranzoomen. Als mal zwei. An alle möglichen verrückten Scheiß gearbeitet. Diese Nova 6 Sache war nur die Spitze des Eisbergs. Die packen zusammen und bereiten sich auf die Abreise vor. Dieser Karte markierten Ausgrabungsstätte. Da ist ein großer Kran im Westen der Basis. Mach deine Wände bereit. Da müssen wir hin. Bitte was? Meine Wände. Was beruhigen? Oh Gott, dieser Aim. Ah, jetzt hab ich hier Kack Long Range Waffen. Kack Short Range Waffen für Long Range. Einer von denen eine Minigun oder was?
hier noch irgendwo die. Da habe ich schwer Munition. Hier auch noch eine Waffe? RPD, was ist das denn? Scheint zumindest mehr Long Range zu sein. Aber ich hatte das. Ist das keine dieser Fake-Waffen, die zwar von nur ein Zoom-Visier haben, aber trotzdem die Präzision von einer MP haben? Solche Waffen gibt es nicht, ich hasse sie. Okay, scheint ein LMG zu sein. LMGs haben zumindest eine größere Zielstabilität als Pelinken. Pelinken ist scheiße. Schön, wie die Musik übermäßig dramatisch ist. Dafür, dass hier gerade nichts passiert. Unten scheint wer zu sein. Ich habe einfach nur hingeballert, ich habe den nicht gesehen. Lol. Schon wieder Spiel jetzt versucht, künstlichen Zeitdruck zu erzeugen. Ja, schneller. Schnelligkeit ist beim fucking LMG. Fragwürdig. Was willst du? Bei solchen C frage ich mich, ob ich, wenn ich zurückwerfen. Ob ich bei der höheren Schwierigkeitsgradstufe einfach direkt gewonnen-hittet werde. So richtig aus dem Nichts, so richtig, du bist tot. Ich habe ja den Perk noch mit mehr Gesundheit. Das ist Deckung. Ich hätte das Geschütz mit 5 Schüssen oder so zerstört. Ich werde mal nach, da werde ich sowieso wegen Damage Deckung bin. Da warst du. Hier ist auch irgendwer. Ah! Das ist unser Mate. Abhauen! Ja! Deckung ist nicht schlecht in der Cold War Kampagne. Kann ich hier? Ich hab gesehen MP5, ich will die haben. Yes. Boom. Obwohl ich keine Pistole habe, erstmal die mit der Pistole töten. Das verbindet. Ja, die Seilbahn hat gehalten, aber da hinten waren Gegner, die wieder aus dem Nichts gespawnt sind. Oh, es zählt sogar als Fail. Ihr müsst aber wissen, dass hier Gegner kommen, damit, wenn man das überleben will, interessantes Game Design.
Der Kill war episch. Auch selbst wenn er gescriptet war, wahrscheinlich. Oh, war vielleicht automatisch nach unten, dass ich das gemacht habe. Und die Nachladezeit war ziemlich kurz. Interessant. Und sterbe ich? Jetzt gucken wir an den großen Zoom, wie sie ist, dass ich halt nicht sehr viel von meiner Umgebung sehe. Weiß ich nicht, wer. Ist noch einer. Kann ich schon mal anschießen, dann weiß ich, wo du bist. Oh Gott. Das war unerwartet close. Hetz mich nicht. Dimitri, wir sind in Position. Lass die Winde runter. Ich sag's euch, die dominante Strategie ist warten und Tee trinken. Ich finde das Ratze auf Druck, dass ich jetzt mit der Katze nicht getötet werde. Ja, aber jetzt kann ich getötet werden. Ich kann mich nicht ducken. Ich kann mich nicht ducken. Das ist Betrug. Nur Nasher merkt, dass ich mich nicht ducken kann, wenn das in Ordnung ist. Gutes Game Design erstmal. Die Trilogie ist so schnell, dass ich hier nichts sehen kann. Und zweitens. Und es ist auf der viel größere Fail. Ich kann mich halt nicht. Ich kann mich nicht hinlegen. Ich kann nur ducken. Warum kann ich mich hinlegen, liebes Cold War? Wahrscheinlich wissen sie ganz genau, dass ich mich da so ein bisschen cheesen kann. Aber ernsthaft. Es ist ein bisschen schlecht gelöst. Vielleicht auch ein bisschen unvorteilhaft, dass ich ein fucking LMG habe und erstmal 500 Millionen Jahre lang brauche zum Nachladen. Und während dieser Nachladezeit werde ich halt gekillt. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr zurück. Ernsthaft. Oder was du wissen. Ja. Das ist halt die MP5 auch, selbst wenn die auch nicht wirklich geeignet ist. Nee, die MP5, die ist auch gar nicht geeignet. Ich habe hier zwei Waffen, die jetzt hier für diese Kackstelle nicht geeignet ist. Danke, Spiel. Vielen Dank. Nämlich die Waffen, die hier sind alle... Ziel ungenau. Ich habe den Krieg 6. Dann macht die hier. Nehmen wir hier ein bisschen... Ich glaube, die Krieg 6 ist besser. Ich glaube, das ist definitiv die beste Waffe für diese Mission. What the fuck? Komisch, ich habe auf einmal eine Waffe, die halt deutlich besser ist, und dann gewinne ich. Und wegen denen, die man meinen Get Better, Get Good, auch hat eine vernünftige Waffe für die Mission. Warum hat sie Perseus nicht selbst herausgeholt? Keine Ahnung.
Vielleicht handelt er ohne Autorisierung. Ich sag Edler Bescheid. Aber wir müssen das entweder richtig machen oder gar nicht. Jetzt die Frage. Kommt gleich eine Katze, die ich dann beim Anfang des sechsten Parts nochmal abspielen werde? Oder nicht? Ich tippe auf ja, weil es bisher immer so war. Aber wer weiß. Auf jeden Fall muss jetzt erstmal. Gott gehört. Belikov ist wieder in Moskau. Oh, sogar tatsächlich. Ja, ich habe kurz gesagt, um 25% erhöht. Ich frag mich, ob das ohne Buff ich das eben überlebt hätte. Egal. Das war's jetzt an der Stelle. Beim nächsten Mal geht's weiter. Dann sag ich, ciao, Leute. Wie schmeckt dir das?